Hallo, heute wollen wir ein bisschen am Bus schrauben. Das ist der Plan. Das Wetter hat uns leider ein bisschen verlassen. Es regnet, aber wir machen Jammerfasten. Deswegen werden wir das Ganze uns positiv denken. Geplant war es eigentlich draußen irgendwie zu machen, unterm Vordach. Wir werden das jetzt in den Keller verlegen. Ja, der Himmel soll gemacht werden. Das heißt, die beiden Holzelemente baue ich nachher raus. Ob ich die Fahrerkabine schaffe, das weiß ich noch nicht so genau. Dann soll da ein Stoff drauf geklebt werden, damit das Ganze ein bisschen gemütlicher aussieht. Und dann wird das Ganze wieder in die Decke geschraubt. Geplant dazu sind noch Lampen einzubauen. Die habe ich hier. Die sehen so aus, ziemlich dünn. Ja, werden mit zwei Schrauben einfach drunter geschraubt. Zumindest das ist der Plan. Mal gucken, ob es dann auch gut aussieht. Und das Ganze funktioniert dann über ein Stecksystem. 6 Lampen sind es, die ich verteilen will hier im Küchenbereich oder auch im hinteren Bereich. Dazu gibt es eine Fernbedienung, damit kann man das Licht einschalten. Ja, und es lässt sich dimmen 25, 50 oder 100%. Es gibt noch ein paar Spielereien, die brauche ich aber glaube ich nicht. Aber das mit der Fernbedienung ist schon eine schöne Sache. Und hier habe ich noch ein cooles Werkzeug, da habe ich mir einen ganzen Satz bestellt. Das sind so ja, aus Kunststoff leider ein bisschen weich, so Hebewerkzeuge. Funktioniert eigentlich ganz gut, wie ihr seht. Habe ich vorbereitet. Also, Deckenteile sind ausgebaut, haben wir auf den Tisch gelegt, ja, Pappe drunter, weil wir wollen ja nachher den Stoff draufkleben. Die Löcher haben wir uns gerade angeschaut, das Ganze sieht nicht mehr so ganz schön aus. Wir werden das trotzdem damit machen, weil ich glaube, ich bin zu faul und ich möchte das auch nicht zu überstrapazieren, mal das Ganze neu machen und sägen und so, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust zu. Mit dem Befestigen, da sind wir noch am Hadern, wie wir das machen, aber da können wir dann später nochmal schauen. Geputzt haben wir jetzt auch, das sieht alles schon mal ganz toll aus, aber irgendwie haben wir was vergessen. Ich weiß, was wir vergessen haben. Da ist es. Wunderbar, das Tuch. Dann lass uns das mal anlegen und mal gucken, ob das überhaupt passt. Sagen, wir werden jetzt erstmal bügeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Während Vivi oben bügelt, fange ich schon mal an, das Ganze ein bisschen einzupinseln mit dem Kleister. Wir nehmen dafür ganz normalen Holzleim.
geklebt und auch an den Kanten umgeklebt. Und als nächstes werden wir die Lampen einbauen. Die Löcher dafür sind schon gebohrt. Das ist das hintere Teil. Da kommen drei Lampen hinten hin, wo die Heckklappe ist. Und auf dem mittleren Teil kommen drei Lampen dahin, wo die Spüle ist. Soll es dann jetzt auch erstmal gewesen sein. Die drei Deckenteile sind jetzt eingebaut. Jetzt fehlen noch so ein paar Schönheitssachen wie die Mittelleisten oder das Licht hier vorne. Aber das machen wir mal später, weil wir noch nicht genau wissen, was wir da einbauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst.